Intro. So. Metal, Leute. Ja, das Video fängt ja schon super an. Und die Kamera ist leicht gedreht. Fängt natürlich schon super an, das Video. Gut, dann setze ich mich eben ein Stückchen weiter nach links. Gut, das bringt jetzt allein nicht so viel, weil ich sowieso nie ganz ins Bild passe. Wie auch immer. Tja, So, fängt schon alles super an heute. Ich fange schon wieder an zu simulieren. Wie auch immer. Ich danke auch jedem. Auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Ja, es gibt heute ein paar Neuheiten. Also, mal abgesehen davon, dass ich immer noch krank spiele, dass ja wirklich nichts Neues ist. Und mir auch keiner mehr abkauft nach 3 Wochen. Heute als erstes einmal mein Kanal, Drachenlady. Ich zeig darüber, weil ich schon immer mal den Hitlergruß machen wollte. Wir haben genau 88 Abonnenten, ne? Heute Vormittag hatten wir 1000. Oder, also, heute früh habe ich auch sogar auf Tumblr, auf Privatamateure habe ich sogar ein Bild gepostet, wo mir 100 Abonnenten geknackt haben, und zwar ganz exakt. Und jetzt haben wir schon wieder 12 Abonnenten weniger. Krass. Vielen Dank dafür. Das ist ja unglaublich. Aber nicht nur auf Drachenlady haben wir jetzt einen kleinen Sieg zu verzeichnen, sondern auch auf beliebigen und wichtigen Zweitkanal einfügen. Zimmer nämlich, und das hätte ich nie gedacht, ich habe damit niemals erwartet, dass ich so immens Bauchumfang Zuschauer habe. Und wenn man bedenkt, auf meinem Feed, also die Views auf meinen Videos beschränkt zwischen 3, 5 oder 10, ist das natürlich schon heftig. Aber auch auf meinem unwichtigen Dreckskanal sind wir jetzt auf über 4 Abonnenten. Was ist da los? Ich hätte nie gedacht, dass wir da auch nochmal 5 zusammenbringen. Ich meine, klar, wir waren eine Zeit lang auf 2. Genau genommen wundere ich mich, wo die 3 und die 4 sind. Und die 1. Ich weiß, ich war jetzt ein paar Wochen ziemlich inaktiv und alles. Aber ganz ehrlich, ich erinnere mich an 300. War ein ziemlich geiler Film. Habe ich selbst zwar nicht gesehen, aber schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Und ich erinnere mich noch an einen Abonnenten. Das war ich selbst mit meinem Zweitkanal. Aber verdammt nochmal, wie sind wir auf 5 Abonnenten gekommen? Ich habe vor uns so drauf geschaut und gedacht, was? Das kann nicht sein. 5 Abonnenten, wo kommen die her? Vielen Dank, Leute, das ist Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass wir vom auf dem Kanal wie Drachenlady so viele Abonnenten zusammenbekommen. Ein Tipp für alle neuen YouTuber und für alle jungen YouTuber da draußen, wenn ihr neu anfangt. Ich habe mit 88 und 5 Abonnenten und mit 100 Abonnenten, die ich aus meinen eigenen Falten gezaubert habe, ja, da habe ich insgesamt eine Abonnentenzahl von über 9000. Wenn man das zusammenrechnen würde. Und, ich glaube, deswegen darf ich mir die Freiheit rausnehmen, euch einen Tipp zu geben für alle jungen YouTuber da draußen. Setzt niemals was um. Wenn ihr irgendwas ankündigt und es dann nicht schafft oder, ihr, das was sagt, dass ihr es macht,
Es wird auch irgendwann kommen, aber es kommt nicht so schnell, wie die Zuschauer das gern hätten. Werdet ihr damit immer erfolgreicher. Deswegen sage ich euch, setzt niemals was um. Glaubt mir, das ist der Garant für euren Erfolg. Projekte umsetzen ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Glaubt mir. So, ich finde es ja schon wahnsinnig geil, aber im Moment denke ich mir nur noch, wo kommen die alle her? Tja, also ich finde das wahnsinnig genial und das ist halt, ich meine, das ist ganz einfach die Resonanz, wo halt über Lachschon und Krautschan und so weiter kommt. Weil wenn ihr mal Drachenlady googelt oder sowas in der Art Lügenlord oder Sex im Mittelalter oder Projekte verschieben, wie heißt der fette Typ in Emskirchen oder irgend sowas. Wenn ihr mal nachgoogelt oder auf YouTube sucht oder sonst wo in diesem ganzen Zeug, dann findet ihr zu 90%, wo was mit mir zu tun hat. Und der Witz daran ist, dass Leute, die sich irgendwelche Fake- und irgendwelche Blödsinnssachen anschauen, außer es sind irgendwelche Pfosten, aber im Normalfall jeder normale Mensch. Das mache ich, das macht jeder normale Mensch eigentlich. Er schaut sich das gefälschte Zeug an und dann schaut er sich garantiert nicht mehr das Original an. Tja, da habt ihr richtig gehört. Ich schaue mir meine eigenen Videos hinterher auch nicht mehr an. Würde ich ja sofort Gehirnblutungen kriegen. Wie auch immer. Das nächste Video wird auf jeden Fall sehr interessant, wenn es hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe mir schon sehr viele Effekte rausgesucht für dieses Video. Und es dann jetzt allein noch ein Tipp von mir. Wenn ihr keine Ideen habt, so wie ich in allen Videos, baut einfach Effekte ein. Am besten richtig billige Effekte, die schon in den 90ern scheiße waren. Mir kommen gerade schon wieder eine Menge Ideen. Ich glaube, ich werde mich gleich noch hinsetzen und noch ein bisschen an dem Video, an dem Skript schreiben. Wobei, das ist jetzt schon wieder 0:09 Uhr. Ich schlafe zurzeit immer aktuell so gegen 12 gehe ich immer schlafen. Muss ich auch, weil krank und so weiter. Aber ich will hier, ich habe jetzt auch endlich wieder meinen normalen Schlafrhythmus. Früh um 9 Uhr aufstehen und oder um 8 Uhr aufstehen oder vielleicht war es jetzt auch so gegen 13 Uhr, das kann ich jetzt auch nicht mehr so genau sagen. Das wird sich jetzt spätestens dann wieder erledigen, wenn ich wieder arbeiten gehe. Scheiß Schichten. Mein Schichtleiter hat letztens gemeint, ich soll nicht immer die Tiefkühlkuchen vom Band wegfressen, beim Sortieren. Kein Bock mehr, echt. Tja, wie auch immer. Ja, das war's dann soweit von mir. Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu lang geworden, weil ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich hier irgend sowas wie Qualität produziere. Es waren jetzt nur so ein paar Gedanken zu der Woche von mir. Wenn es hinhaut, werde ich morgen oder übermorgen nochmal ein Video machen. Vielleicht auch noch morgen und übermorgen, also Samstag und Sonntag. Aber eigentlich eher nicht, weil das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Tja, und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne neue Woche. Und ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne restliche Woche, ein wunderschönes Wochenende. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.